Jo, hallo Leute, hier ist aber euer Gravel PTLP. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Zelda Adventure Seal of Time. Ja, wir befinden uns hier vor der verschlossenen Tür und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Oh, ich erinnere mich an den Raum. Ich erinnere mich dunkel an den Raum. Ich weiß, dass die Gegner waren und ich weiß, dass hier, glaube ich, irgendwas auch fies war, aber ich weiß nicht mehr, was fies war. Oh, das könnte übel werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Bosse. Oh mein Gott. Spinnen mit Skeletten drauf. Hilfe, Hilfe. So, ja, die sind aber easy going. So. Was ist jetzt los? Gut, dass die Tür nicht zugeht. Man kann also einfach wieder rausrennen. Ah, da. Ach, Kollegen. Ihr seid also wieder vom Schützenverein hier, oder was? Euch kennt man ja mittlerweile auch schon zu Genüge. So, und nun noch du. Und tschüss. Danke. Okay, wo sind die nächsten Gegner? Komm schon, gib mir die Gegner. Gib mir die Gegner. Wo sind die Gegner? Das ist ein Gegner. Ja. Wir dürfen jetzt die nächsten 3 Stunden ungefähr an dieser Stelle stehen bleiben. Denn der Gegner braucht ein wenig Zeit, um zu sterben. Das dauert und kann, ja, ich weiß nicht, ob das... Also, man kriegt den so auf jeden Fall platt, aber ich glaube... Ah ja, man kriegt den platt. Okay. Ja, das war ja easy. Ich habe gedacht, der braucht mehr Schläge. Yeah! Und damit haben wir den Silver Key, den Boss-Schlüssel erfunden. Nee, nicht erfunden. Erfunden haben wir den bestimmt nicht. Wir haben ihn gefunden. So, und ihr habt mir nochmal geschrieben, irgendwas war mit der Jump-Action im ersten Raum. Jetzt weiß ich nicht, welchen Raum ihr genau meint. Aber ich gehe nochmal irgendwie in den ersten Raum vom Dungeon rein. Da gucken wir nochmal. Da muss ja dann noch irgendwas sein, ne? Aber ich schätze mal, da gibt es irgendwie noch ein Herzteil oder so vielleicht dann. Hm, muss ja. Weil Schlüssel und so haben wir ja alles. Wir haben ja jetzt auch den Endgegner-Schlüssel. Hier unten links sagten sie, oder was? Wo meint ihr denn das? Ach, guck mal da. Gut, dass ich hier nochmal hingehe. Denn hier haben wir noch was Schönes, Leute. Ich glaube, im originalen Ocarina of Time war hier der Boss-Schlüssel versteckt. Ah, guck mal. Wie nice. Da kriegen wir schon ein Herz mehr. Yeah, 4 Herzstücke nun. Geil. Im Übrigen werde ich mir erst ein Schwert kaufen. Ihr meintet, ja, aber Rüstung, das Schwert kann nicht so stark sein, als dass es die Rüstung, als wenn du rüstest, also als dass es das ausgleichen würde. Aber ich nehme es trotzdem. So, und meint ihr die Jump-Action? Keine Ahnung, ob ihr die meint. Aber hier habe ich auch schon alles. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht, welche Jump-Action ihr jetzt meint. Ist aber jetzt auch egal. Denn wir haben das ja jetzt hier. Zack. Auf geht es jetzt gegen Volvagia. Ja, Volvagia, das ist der Drachenboss aus Ocarina of Time. Ich weiß nicht mehr, was uns jetzt hier erwartet. Wahrscheinlich auch wieder ein großer Zombie oder ein großes Skelett oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas wird uns da wohl wieder erwarten. Aber ich weiß es nicht mehr. Oh, auf jeden Fall ist der Weg bis dahin erstmal ewig. Ich fühle mich gerade wie bei Super Mario 64, weißt du? Ich gehe gerade die Treppe hoch und laufe da. Wie deprimierend muss es für Leute sein, die denken, sie haben genug Sterne und haben aber... Alter. Fire Sage, yes, that is it. Go inside and bring the object there to the Sage of Light. Oh, das ist auch wie im Zelda. Wen, ne? Hier, Regenbogen-Dingens zu Ganons Schloss. Regenbogen-Dingens zu Ganons Schloss. Ah. Was ist das denn? Ah, ne! Du Drecksmaschine. Du dreckiger Lügner. Ich wusste noch nie, wie der geht. Ich kann auch gar kein Lied spielen. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Ja, ich bin jetzt auch tot. Ja. Achso. Ja, das ist ja jetzt richtig gut. Wie um alles in der Welt ging das? Ah, ich glaube... Ja. Aber ich glaube, man musste gar nicht alle machen, ne? Man kann ja auch einfach irgendwo machen. So, Moment, Fleisch.
Toll! Ey, du bist so ein Drecksgegner, ne? Ich hasse dich. Ich glaube, man muss gar nicht alle machen. Es reicht einfach, wenn man einen macht und den dann da reinlockt. Jetzt stirb! Geh da rein, du Assi. Ja, komm. Ja, komm. Ja, nice. Das war's schon? Wollt ihr mich verarschen? Das war's schon? Das meint ihr doch nicht ernst. Der Pizzles-Dingen oder was? Das glaube ich doch nicht. Naja, gut. Wenn sie meinen. So, meine Trommel habe ich schon mitgenommen. Ja, das war ja echt mehr als alles andere einfach. Ja. Okay. Wo um alles in der Welt bin ich nun? Ah. Aha. No! Warum no? Ey, wer bist du? His powers, they are leaking. Ich flieg dich gleich auch mal. Was ist da los? Ist alles okay bei euch? Ja, andere Musik auf einmal. Einfach so. You have failed. What? You were supposed to bring the instrument here, not to the prison. muss ich ja vorne abgeben, sonst hätte ich dich gar nicht besuchen können, Schlaumeier. Also jetzt bleibt mal ganz locker, ja? What do you mean you were brought there? Pff, weiß ich schon nicht. Vielleicht Gandorf? Oh no, the seal has already reached to the point where he can interfere with our world and you just made it worse. Ja, das sagt einer, der im Gefängnis sitzt. For now, all you can do is continue. We will try and fix this mess you caused. Ganz schlauer Mensch, ey. Welcome, enter if you can. Naja, da kann ich nicht entern. Ich hab keinen Enterhaken. So, what is that? You may never enter here. Leave. Doch, ich will aber hier entern. Ah, the merchant. Ha, da bin ich jetzt. Dick im Shop. Geil, ja, oh. So, Weapons. Das brauchen wir. Wir brauchen Weapons. Weapons. Ah. Da haben wir uns eiskalter Diamantschwert gekauft. Ja, Diamantschwert, Leute, ist. Diamantschwert ist einfach OP. Diamantschwert ist richtig OP. So, und jetzt gehe ich mal gucken, was die für eine Rüstung haben wollen. 30 habe ich ja noch. Was willst du haben? 40? 20? Ja, guck mal, voll geil. Zack. Und noch ein Diamantchest. Oh, nice. Nice. Guck mal, und einen Helm holen wir uns auch noch. Geil, Leute. Ne? Was sagt er jetzt? Wir sind mal so gut ausgerüstet. Keiner kann uns jetzt was anhaben. So, alles klar. Pass auf. Ich bin bereit, um das nächste Gebiet zu entern. Ich bin jetzt der Mann. Was ist los mit dir? I'll find more to sell, stranger. Kann ich jetzt wieder nach Hause gehen vielleicht? Ah, alles klar. So, Water Sage. Was sagst du? We can't reach the temple yet. Ja, was kann ich denn jetzt schon reachen, bitte? Was ist mit dir? We need help there right now. Hier war ich doch schon, oder nicht? Das ist doch der Feuerdingens. Hier war ich doch. Fire Sage. Ja, habe ich doch schon gemacht, du Schlaue. Wo ist jetzt der nächste? Wo muss ich jetzt hin, Kollege? Zum Shadow Sage. Nee, ne? You may never enter. Ja, nee. Aber hier. If you can. Ja, ich kann nicht, aber... Oder wie soll ich das machen? Deiner... Ah doch, vielleicht kann ich... Nee, ich kann nicht. Nee, guck mal. Da brauche ich... Da oben, da brauche ich so einen fucking Enterhaken für. Den habe ich aber nicht. Aber wie soll ich das... Ah, da kann ich entern. Da kann ich entern. Und wie ich hier entern kann. Ha, pass auf, ich enter euch jetzt alle. So. Yeah. Alter, zwei ganze Herzen direkt. Du glaubst aber auch, ich bin so ein richtiger Noob. Geil. Aber hier ist der Enterhaken. Ah, Schild braucht man eh nicht, ist voll unnötig. So, pass auf. Juhu! Geil, oder? Enterhaken-Action, Leute. So sieht das aus hier bei Zelda Adventure. GT mit Enterhaken-Action unterwegs. So muss das, so muss das. So und nicht anders. Enterhaken-Action. Findet überall statt. Ob auf dem Wasser oder Land. Yeah, es geht weiter. Und das ist der Tempel, in dem ich hängen geblieben bin und nie weitergekommen bin. Deswegen müssen wir jetzt von Anfang an, Leute, wir alle zusammen.
Ich habe auch nie jemanden, also keinen Let's Player gefunden damals, der das geschafft hat, diesen Tempel zu machen. Keinen englischen, nichts. Was, Moment. The City of the Sky, Hyrule Castle. City of the Sky wollen wir natürlich, weil die dicken Magger sind. Ja, ich mische auch jetzt in die City of the Sky. Ja, ich mische da jetzt auch mal rein. Oh yeah. Okay, Leute, das ist die City of the Sky. Die fetteste City, die es hier überall irgendwo gibt. Oh, Lord, this whole place could burn in seconds if I set everything on fire. Ja, dann können wir ja auch direkt mal anfangen. So, tschüss. Naja, gut. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann wollen wir uns dem Ganzen hier mal annehmen. Das ist der größte Dreckstempel, den ich jemals in einem Spiel gesehen habe, Leute. Das ist der größte Dreckstempel, den es überhaupt gibt in einem Spiel. Ihr werdet noch erfahren, warum. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Gravel Pit LP. Tschüss.